Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter, ja, weiß ich auch nicht, Opfer des Teufels, eines Handels, der mir nicht richtig gefällt. Und außerdem bin ich gelernter Spurensucher und deswegen suchen wir die Spuren von, wie heißt er denn, der Gute? Da muss ich direkt nachschauen. Kloibert, genau, Kloibert. Kloibert war tatsächlich tot. Der Mord lag zwar schon lange zurück, doch der Hexer hoffte trotzdem genügend Hinweise auf die Schuldigen zu finden. Okay, also Kloibert haben sie getötet. Ich dachte, Kloibert wäre vielleicht abgehauen. Und hier ist jemand aus dem Fenster geflohen. Und diesen Spuren, den werden wir jetzt einfach mal unauffällig folgen, um mal zu schauen, wo uns das Ganze hinführt. Und wahrscheinlich nicht allzu weit weg. Stopped here for a second, hid, then ran on. Aha, hier an diesem Busch, also kurz versteckt. Im Feld. Geräusche. Ja, wenn das mal keine Leichenfresser oder sowas sind. Aha, und da vorne haben wir eine Leiche. Ich dachte erst, es wäre ein Sack. Ist das auch? Nee. Doch, das ist ein Toter. Von Pfeilen gespickt. Der ist nur so komisch zusammengebrochen. Scar on his forehead. Must be Clivert. Bolt in the back. Went in deep, so a close range shot. In the village, where that direction looks like. Okay, also jetzt wissen wir, dass Clover tot ist. Ja, schön, dass die Questtexte immer so hervorragend spoilern. Hinweise auf den Armbrustschützen aus Richtung Dorf. Also hier irgendwo, vielleicht in dieser Haufen hier versteckt gewesen. Oder dahinter. Oder hier. Am Zaun. Ups. So, wir schauen mal. Crossbow bolt and footprints deep. Shooter must have been wearing heavy armor. Ja, da rechts steckt tatsächlich ein Bolzen. Na, dann schauen wir mal, wer der Schütze ist und ob wir ihn vielleicht noch finden. Es scheint ja schon eine Weile her zu sein. Aber vielleicht finden wir irgendeine Spur, die uns auf seine Identität führt oder zu seiner Identität. Oha. Hervorragend. Ein Pferd. Hoofprints leading towards the hill. Someone's still there. Echt? Na, dann gehen wir doch mal nachschauen. Hose auf einem roten Feld. Mal sehen, ob wir uns in Ruhe lassen. Scheinbar nicht. Der dritte auch was von uns? Ja. So, kurz einen Prozess gemacht. Wir schauen mal kurz hier drüben, ob es da noch was gibt. Nope. Sehr gut. Ja, Art. Ziemlich cool. Weil Art halt ja quasi ein Instant-Kill einfach bedeuten kann, so wie in dem Fall. Ja, das waren drei Instant-Kills im Prinzip. Funktioniert natürlich nicht immer.
aber schon ziemlich häufig. Merkwürdige Geräusche. Ah, das ist ein interessanter Baum. An dem schauen wir uns vielleicht mal um. Ah, da fliegt wieder das Dingsbums. Solche Bäume werden ja öfter zur Rast benutzt. Deswegen findet man da manchmal ganz interessante Dinge in der Nähe. So, folgen wir weiter den Spuren. Das hätten wir vielleicht auch zu Pferd machen können. Oha. Ich hätte gern einen Füchse. Sieht nämlich so aus, als wenn die Typen da Ärger wollen würden. Na ja, Füchse. Gut ist. So. Neue Öle für die Klingen. Oh, wer denn das? Ah, ich kann nicht. Weil schon jemand an mir dran klebt. Oh, zum Beispiel. Eine Rose auf rotem Grund. Es ist also die Flammenrose. Die scheinen hier den Fistech-Handel übernehmen zu wollen. Darauf haben wir ja schon Hinweise gefunden. Dann nehmen wir halt ein bisschen mehr Anlauf. So, eine einzelne Raupe hat sich an uns rangewagt. Ein Fehler, wie sich ziemlich schnell herausstellen sollte. So, die Ritter erkunde das Ritterlager, aber sehr gern aus dem Weg fährt. Ah ja, das hier, Armbrustschütze. Den schnappen wir uns. Ach so, Schande, die halten wir ja viel aus. Upsi. So, wenn die Armbrustschützen hier nicht zum Schießen kommen, weil wir die unter Druck setzen, natürlich umso besser. Ach, das ist ein bisschen unwendig gerade. Upsi, upsi, upsi. Ah, das sieht gut aus. Sehr gut. Und dabei essen wir fleißig Äpfel. Will die natürlich gesund halten. Ach, toll. Das war für ein Arsch. Dieser Anritt. Aber es würde wirklich schneller gehen, wenn wir einfach absteigen würden. Weil die Typen einfach so gut gepanzert sind. Nein, Plötze weiter!
Warum bleibst du denn stehen? Dummes Pferd. Das war echt dumm, dass Plötze da stehen geblieben ist. Nur weil ich die Richtung ändern wollte. Oh ja. Oh ja. Also weit weg von den Freunden heute. Und da hat es uns runtergehauen. Sehr gut. Also ich denke, das geht in der Tat schneller, wenn wir das zu Fuß erledigen. Den Schildträger haben wir ja schon erledigt, also haben wir jetzt noch ein paar schwere Waffen. Zwei Armbrüste. Ich glaube, ein Hammer ist dabei, zwei Armbrüste. Und ansonsten ein leicht bewaffneter, zwei leicht bewaffnete. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall nicht allzu viele. Und vielleicht können wir die ja vorher auch noch ein bisschen ärgern. Wir schauen mal nach. Hallo, guter Herr Raubritter. So, und den Rest können wir jetzt hoffentlich so erledigen. Oh, den einen hat es ja richtig weit weggehauen. Einer hätte ich gesagt, scheint aber noch zu leben. Ach du Schande. Ups. Ja, da hat er sofort seinen Hammer wieder oben. Das finde ich immer ein bisschen nervtötend. Ja, Flammen scheinen ihm auch nicht so richtig was auszumachen. Aha, Sidestep und dann von hinten. Ja, das funktioniert. Das scheint mal ganz gut. Befehle. Wenn man sonst nichts hat, hat man wenigstens Befehle. Und einen kleinen Knüppel natürlich. So, dann schauen wir mal, was diese Raubritter hier. Ah, eine Fistech-Ausrüstung. Wie wir sehen, so, wir schauen mal, was die Befehle beinhalten. Donner, ich warne dich. Schnupf noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald. So wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. 100.000 heulende Höllenhunde. Erwarte heute eine Abholung. M. Ja, wer ist M? Ich weiß nicht. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Brief. Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Also Konkurrenz ausschalten. Scheinbar tatsächlich. Ach du Schande. Na, gucken wir mal. Fistech. Ja. Ein gut ausgestattetes Alchemistenlabor, wie mir scheinen mag. Ah, Donners Tagebuch. Kann man auch gleich ein bisschen drin lesen. Alter, hier liegt einfach so eine Menge Fistech. Einfach so rum. Da schneit es direkt wieder im Sommer hier. Herrlich. So, liest das Dokument. Hier gibt es noch eine Kiste. Hosenschema. Na. Noch ein Brief mit Befehlen. So, na dann schauen wir doch mal.
was wir hier gefunden haben in unserem Inventar. Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in dem einstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistech herzustellen. Dies können wir nicht zulassen. Ich erteile den Befehl, das Dorf anzugreifen und dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jedem von ihnen ein Exempel des Schreckens statuieren. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunwich. Alles andere wird zerstört. Ulrich. Ja, das haben sie gemacht. Das Hosenschema. In fremder Sprache verfasstes Schema. Es ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichnungen stellen verschiedene Phasen der Hosenerstellung dar. Ja, sehr schön. Das war falsch. So, Fistech. Ja, haben wir eine Menge inzwischen. Schauen wir doch mal. Donners Tagebuch. In diesem Tagebuch sind einige Gedichte und abstrakte Skizzen zu finden. Der überwiegende Teil unverständliches Gekrakel. Ja, sein Drogentagebuch also. Ich werde zum Schmuggelposten versetzt. Schon wieder. Diesen Posten liebe ich wie keinen anderen. Denn hier gibt es nicht viel zu tun. Man muss nur den ganzen Tag auf Käufer warten. Und wenn ein Mann sich langweilt und er gute Ware vor der Nase hat, macht er einen tiefen Atemzug oder auch zwei. Außerdem erscheinen manchmal Leute, die unseren Beruf nicht mögen oder uns übers Ohr hauen wollen. Dann geben wir ihnen die Behandlung, die sie verdienen. Uff, das Schreiben hat mich müde gemacht. Mal sehen, ob ich zur Erholung mal tief Luft holen kann. Danach schreibe ich ein Gedicht. Randnotiz. Alles dreht sich, die Welt bewegt sich, Momente vergehen, ich kann den Sinn des Lebens verstehen. Verschling das Leben, lass es das Fasten beenden. Der Rausch lässt dich beheben, doch der Genuss sinkt behende. Das Fleisch in Ekstase hell rauscht durch die Adern, bringt der Tod doch seine Saat, da hilft auch kein Hadern. Ja, schön, super Gedicht, ich freue mich. So, untersuche das Labor nordwestlich von Brunwich. Da schauen wir doch direkt mal auf die Karte. Und dort drüben, eigentlich wollten wir ja zum Anwesen, glaube ich, ne? Bogendorf haben wir untersucht. Gut, dann nehmen wir das hier gleich noch mit. Haben wir sonst noch irgendeine Quest, die uns hier so eine Schatzsuche oder sowas spurlos? Achso, Schatzsuchen. 3 von 4. Ich suche die übrigen Banditenlager. Das ist jetzt leider ganz woanders. Na gut, da kann man nichts machen. Dann müssen wir es halt von anders erledigen. So, Plätze. Wir reiten ein wenig. Also ich reite, du läufst. Hatten die auch mal. Jetzt herrenlos. Ach du Schande. So, was gibt's denn hier Schönes? Banditen, Geralt, zieh doch mal ein Schwert. Ich weiß nicht. Das wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Wahrscheinlich. Das wäre günstiger. Wenn wir einfach absteigen. Ja. Dürfte es sein. Ups. Ach du Schande. Ach du Schande! Schande, sage ich. So, das war Nummer 2. Haben wir keine Armbrustschütze mehr hier? Gar nicht. Ich lasse lieber andere Leute sterben.
dachte ich mir so. Stich ihn doch. Ja, das meine ich mit, das klappt nicht immer. Einer der Gründe, warum das nicht immer instant tot ist. So, dann müssen wir gerade weg. Ah. So, so wird's gemacht. Wir plündern hier gnadenlos für unsere Rentenkasse. Ein Aufklärungsbericht, Flammrose. Ach, sag nicht, das ist hier eine konkurrierende Fistech-Bande. Das wäre natürlich ein Knaller. Wie viele Fistech-Banden gibt's hier eigentlich? Leute, das ist doch nicht normal. Bisschen Bier, ein bisschen Wasser. Hier war alles mit. Fisch, ja, kleine Knüppel. Es lohnt sich echt nicht, die mitzunehmen. Gut, einen Haufen anderen Scheiß, den ich mitnehme, auch nicht. Aber sind wir mal nicht so. Aha, hier ist Massaker von Sintra. Okay, kennen wir schon. Die Leute scheinen sich hier eher auf Alkohol, weiß nicht. Schmuggel vielleicht. Oh, ja, das hat sich schon einigermaßen gelohnt, verlegt zu haben. Oder vielleicht langweilen die sich auch nur ziemlich häufig, haben aber kein Fistech. So, plötzlich, komm her. Komm doch mal her, plötzlich. Ach, die kommt ja wieder nicht den Hang richtig hoch, ne? Naja, macht nichts. Bin ja schon da. Wow! So, auf geht's. Das war interessant. Ja, und Kampf zu Pferd, ne, am Anfang. Unheimlich nützlich, weil man einfach viel mehr Schaden macht. Inzwischen haben wir so viele Spezialfähigkeiten und alles, dass sich der Kampf zu Fuß einfach viel mehr lohnt. Die gefallenen Ritter nordwestlich von Brunwich. Als wenn jetzt auch nicht korrupte Ritter des Ordens der Flammrose gäbe. So, dann nähern wir uns hier ein bisschen durchs Gestrüpp. Oh oh! What's this? Order of the Flaming Rose have a new seat? Not too shabby. You listen, Vagrant. Dunno why you're here, but take my advice. Go back to wherever you came from. So, why are you still standing there? I need to smash your painting? Versuch's auch. Wondering what you got inside, because it reeks of Fistech to me. Mind if I have a look, brethren? Aye, we'd mind. Very much so. Enough of these games. I'm counting to three. And you're gonna be gone when I'm done. Got it? One, two. Ja, Schwachköpfe. Got a better idea. You're all gonna count to 100. Got it? Three, four, five, six. Great start. Now step aside. Seven, eight, nine. Das war ja ziemlich cool. Wir haben hier noch was zum Lesen. Wir haben erstmal einen Schlüssel bekommen. Sehr schön. Wir müssen uns hier also nicht schlagen. Und außerdem der Aufklärungsbericht zur Flammrose. Pack 1. Zwei miese Arschgesichter aus dem nahegelegenen Dorf haben eine Kuh vorbeigetrieben. Ein bisschen Rind wäre zwar nicht schlecht, doch diese Dumpfbacken waren zu jämmerlich, um ausgeraubt zu werden, bettelarm und nach Schweinestall stinkten. Also ließen wir sie ziehen. Ein Wagen mit Saatgut, der von Brunwich nach Oxenford unterwegs ist, nicht der Mühe wert.
Tag 2. Öde, öde, öde. Nichts los auf der Straße. Tag 3. Haben in der Ferne einen Militärtransport gesichtet. Schwer bewacht. Befördern Fässer in ihren Wagen. Vermutlich Wein oder Hering. Waffen. Das wäre wenigstens ein Angriff wert. Die Jungs waren am Abend außer sich vor Langeweile, also vergnügten sie sich mit zwei Huren, die zum Pilzsammeln in den Wald gekommen waren. Nachdem sie ihren Spaß gehabt hatten, zwang ich sie, die Mädels gehen zu lassen. Hoffentlich kommen sie schnell mit ein paar Männern aus ihrem Dorf zurück. Das wäre ein unterhaltsames Kampftraining. Na, super. Also, dass wir die erledigt haben. Kein Verlust für die Menschheit. Ist da draußen nichts? Nein. Na gut. So, einmal aufgeschlossen. Ich glaube, die können nicht so richtig zählen. Also die bis 110 zu lassen, könnte eine Endlosaufgabe für die werden. Ich hoffe, die verhungern deswegen nicht. Das wäre dann echt unnötig grausam. Aha, da hinten haben wir noch mehr von diesen Halunken. Und dazwischen jede Menge Sumpfgas. Hallo Freunde, das heißt, wir können uns dann hier direkt mal zurückziehen. Da echt nichts mit. Er kriegt echt gar nichts mit. Kann den hier direkt klauen quasi. Den Fistech-Vorrat, den er bestimmt bewachen sollte. Alles müssen wir vielleicht nicht mitnehmen. Schauen wir mal, ob es hier noch irgendwo was Interessantes gibt. So viel Alkohol, wie wir schleppen, brauchen wir auch nie. Bloody hell! Who the devil are you? I'm a Witcher, or as your brethren prefer to call me, a mutant, a freak. You shouldn't be in here. And Knights of the Flaming Rose shouldn't be murdering humans or producing drugs. True. We shouldn't. We're supposed to defend the downtrodden, spread faith in the eternal fire. But Radovid tricked us. He broke his oath, sent our brethren to the front as common grunts, and once the mighty order was bled dry, he disbanded us. No. Took our lands, confiscated our domains to finance his war. The brethren who didn't object were appointed mage hunters. Those who took umbrage dared to stand up to him. They were imprisoned or exiled. We're but a handful who still wear the colors. And we must find a new place in this world. Tja. Ja, das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ihr wolltet also zu Banditen oder Glückwunsch und auf Wiedersehen. Ja, toll. So you turned rogue? That your idea? Wonder what Siegfried of Danell would say. Siegfried of Danell would... But how do you even... I know you. You're Geralt of Rivia, Jacques d'Aldersburg's killer. Richtig. None other. And if I had to go back, I'd do it again. That is the start of our downfall. You were the beginning. A cursed mutant. Draw your blade! No need to yell. Just ask politely. Na, hervorragend. Oh!
Oh, irgendwo Armbrustschützen und ouch, das tat weh. Ja, ich würde vorschlagen, Jungs und Mädels, wir machen genau hier beim nächsten Mal weiter. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.